Hallo liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit, heute am Montag, den 4. April 2011 und ich habe hier ganz in Ruhe, was mir sehr angenehm ist, dass ich nicht mehr mich unter diese 10 Minuten drücken muss und dabei natürlich auch nur noch die Aufrufer erreichen kann, die überhaupt bereit sind, mehr als 1 Minute 30 sich anzuhören. Hier meine heutige Kommentaraufnahme zur Lage in der Politik vorzustellen und nehme dabei auch Bezug auf die Echtzeitlage. Das habe ich am Internet eben nochmal überprüft und in den letzten Nachrichten im Deutschlandfunk gehört, wie der Stand ist. Und dann habe ich hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute und möchte aber beginnen mit meiner Erkennungsmelodie, die ich hier fast immer anspiele am Anfang, und zwar zu dem Streit Kookaburra, das Volkslied aus Australien, sei von der Band Men at Work, der erfolgreichsten Popgruppe Australiens, die einzigen, die jemals eine Single und eine LP gleichzeitig in der Welt, in England und in Amerika auf dem ersten Platz der Verkaufsranglisten hatte. Men at Work, From Down Under, das Lied, sei geklaut und ist überhaupt gar nicht zu erkennen. Nicht ein einziger Intervall ist dabei oder ein Motiv oder irgendwas, also was die sich dabei denken. Weiß ich nicht, man wird das noch beobachten, wahrscheinlich ist das ein PR-Gag der Urheberrechtsmafia. Aber ich möchte jetzt hier sagen, woran meine Produktion, die wir hier immer am Eingang hören, orientiert ist, und zwar zweifellos folgendes nämlich. Das ist hier eine Original-Single-Platte. So sahen die damals aus. So ein einfaches Ding. The Beatles. Einschließlich Knacken. Das singt John Lennon. John Lennon und dann dazu die unverwechselbare zweite Stimme von Paul McCartney dann. So, also 8 Days a Week, die neue Zählweise, und ich habe also
verschiedene Dinge. Das Thema meines Beitrages hier ist der Sturz der Bundeskanzlerin Merkel. Und ich möchte es betonen, das ist nicht irgendeine Verbohrtheit von mir, sondern ich sehe das. Und es ist auch unausweichlich. Die Bundeskanzlerin Merkel wird abtreten. Gar kein Zweifel. Sie ist schon gestürzt, sie hat es selbst nur noch nicht gemerkt. Und das Medienspiel braucht immer sozusagen eine peristaltische Dauer, bis es durch die ganzen Zwölffingerdarm und Dünndarm und Dickdarm und endlich durch das Rektum irgendwie die Hinterseite erreicht. Es dauert eben, aber der Sturz von Frau Merkel, und ich trage dazu dann jetzt mal hier kurz etwas, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, nämlich den Leitartikel von Günter Banners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor, der ohne es zu wollen alle diese Argumente zusammenbringt. Vorher möchte ich aber noch etwas Aktuelles sagen zu der Abschalten der Atomkraftwerke Organisation. Ja, warum wird nicht längst abgeschaltet? Warum ist nicht letzte Woche abgeschaltet worden? Warum sind nicht alle 17 deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet worden? Stattdessen wird uns ein Verfahren aufgedrängt, der Verschleppung vom Moratorium bis eben der heute Nachricht, das sogenannte Atomgremium, wie heißt das noch? Atomethik. Atomethikkommission ist heute zusammengetreten, das erste Mal mit den Krücken und der Bundeskanzlerin. Atomethikkommission, es ist völlig absurd, es ist eine reine Verschleppung. Was sollen die Leute, ob Kirchen oder Gewerkschaften oder irgendwas, was sollen die denn dazu sagen? Verschleppung. Es wird nicht abgeschaltet. Und dann habe ich also heute im Deutschlandfunk gehört, wiederum so einen Topmanager der reinen Profitinteressen, der Kumpel von Gerhard Schröder, Bundeskanzler ehemals, Utz Glasen, dieser auch durch einen Drei-Tage-Bart überhaupt nicht zu rettenden Vogel, der noch nie durch Moralität oder Intelligenz aufgefallen ist, außer seinem eigenen Selbstverdacht auf Genie gegen sich selbst. Utz Glasen, der hat also Folgendes gesagt, ich habe das genau notiert, heute arbeite ich mal mit Zettel. Er hat gesagt, die angebliche Ausstiegsbeschleunigungsideen in der Politik aus der Atomkraft hätte keine logische Konsistenz. Und zwar, jetzt kommt sein Argument. Vor einem Jahr war das Risiko für Flugzeugabstürze genauso groß. Also angeblich würde jetzt übertrieben diskutiert, es könnte ja ein Flugzeug in ein Atomkraftwerk stürzen. Und das hätte, wie Utz Glasen sagt, keine logische Konsistenz, denn auch vor einem Jahr, da gab es diese Diskussion nicht, war das Risiko für Flugzeugabstürze genauso groß. Wie kann jemand sich nicht verblöden, so etwas öffentlich zu sagen? Es geht nicht um Flugzeugabstürze, es geht auch nicht um die Risikodiskussion, sondern es geht konkret um Fukushima, es geht konkret um Tschernobyl, es geht konkret um Havarien, die jedes Mal unerwartet aus nicht vorher vorgedachten Erwägungen eintreten, und da sind dann eben Kriegsangriffe oder menschliches Versagen, und sei es nur in dem am meisten von Flugzeugen überkreuzten Deutschland ein Absturz eines Flugzeuges, alles das sind nur Möglichkeiten. Entscheidend ist aber, dass in dem hundertprozentig eintretenden Fall eines solchen Super-GAUs in Deutschland überhaupt das Land völlig verbrannt ist. Es wird Deutschland weitergeben, aber keine Menschen mehr hier. Utz Glasen hat sozusagen keine logische Konsistenz. Er wird aber im Deutschlandfunk mit solchem Unsinn zugelassen, und die Interviewer oder Moderatoren sind da nicht so geistesgegenwärtig, dem wirklich zu widersprechen oder nachzufragen. Das können die nicht. Bei mir geht sofort, ich muss das nur hören, geht sofort das rote Licht an. Die kapieren es nicht. Solche Dummheiten werden hier gesendet, lang und breit durchs Land. Das ist das eine, was ich mal sagen wollte. Logische Konsistenz, ein schönes Argument, wenn die Heide brennt. Und das andere, was ich sagen wollte, ist, das habe ich auch gerade in den letzten Nachrichten gehört, angeblich würde seit dem Abschalten der Atomkraftwerke infolge dieses Moratoriums jetzt erhöht Atomenergie, Atomstrom importiert aus der Tschechei und so weiter. Und dann wird hinterher in einem Nebensatz gesagt, es wird jetzt mehr Atomstrom importiert, als zum Beispiel nach Holland exportiert wird.
daran erkennt man, es hat überhaupt nichts mit der Energieerzeugung zu tun, sondern es hat mit dem Handel in der Europäischen Union mit Elektrizität zu tun, gar nicht mit der Erzeugung. Also es ist überhaupt nicht erwiesen, dass der Strom, den man aus der Tschechoslowakei bezieht, wirklich in der Tschechoslowakei in einem Atomkraftwerk erzeugt worden ist. Der kann ja aus einem Dynamo-Fahrrad aus Albanien stammen, ja? Wer weiß es? Man weiß es nicht. So, und dann habe ich noch etwas anderes aufgegabelt, und zwar in Stade gab es ein Atomkraftwerk, in Stade bei Hamburg. Ein Atomkraftwerk, das wurde vor 20 Jahren oder noch länger stillgelegt. Da arbeiten bis heute ständig beschäftigte Arbeitsplätze 400 Menschen dran, die dieses Atomkraftwerk abbauen. Und zu der Frage, das habe ich heute auch im Echtzeitradio gehört, und zu der Frage, was denn da geschieht und so weiter, wie weit denn da noch radioaktive Rückstände sein und so weiter, ja, die hätten inzwischen die innere Reaktorhülle in lauter kleine Teile zersägt, die seien verpackt, also strahlungssicher verpackt, und würden jetzt in Stade auf dem Gelände lagern, bis sie, jetzt kommt das Zauberwort, bis sie in das Endlager Schacht Konrad gebracht würden. Es gibt kein Endlager. Sowas wird uns im Rundfunk erzählt. Ja, die haben jetzt kleine Teile gemacht und die sind schön verpackt und dann kommen sie ins Endlager. Wir haben kein Endlager. Und die Tatsache ist, dass in Stade, 20 Jahre nachdem das Ding schon abgeschaltet ist, nach der Demontage oder während der Demontage, es sind vermutlich 400 Leute beschäftigt, mehr Arbeitsplätze, als zum Betrieb eines Atomkraftwerks überhaupt nötig sind. Da würde ich mal sagen, Herr Brüderle, als letzter Akt, bevor diese Regierung auseinanderfliegt aufgrund des Sturzes von Frau Merkel, Herr Brüderle, Wirtschaftsminister, du kannst ja nochmal richtig Punkte sammeln, indem du sagst, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch Abschaltung der Atomkraftwerke und dem Abbau der Atomkraftwerke, dadurch werden ganz viele neue Arbeitsplätze geschaffen. So, das war jetzt hier der Spott für mich, damit ich keinen Magenkrebs kriege und keine Krämpfe wegen des ganzen Widersinns. Und jetzt möchte ich hier aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Thema des Außenministers und FDP-Vorsitzenden Westerwelle nur sagen, also die Situation einer ganz, ganz üblen Regierungsleistung ist von Anbeginn an lauter Einzelheiten aufzureihen, ich spare mir das jetzt hier, dass dabei dann innerhalb dieser Regierung die Hauptkoalitionspartner, C-Parteien und FDP zusammenhalten, ist eine Voraussetzung dafür, dass was sie überhaupt machen wollen, funktioniert. Aber indem die in ihrem Innenverhältnis keine Kritik nach draußen äußern, müssen natürlich auch alle für den Misserfolg dieser Regierung stehen. Und so ist der Misserfolg und der Sturz von Frau Merkel jetzt sozusagen auch der Grund für den Sturz von Westerwelle. Es müsste bei der FDP völlig klar sein, dass ihr Niedergang bei den Wahlergebnissen, ob das in Sachsen-Anhalt ist, in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, dass der Niedergang der FDP nicht die Folge von Westerwelles Leistungsfähigkeit ist, sondern dass es die Folge von der durchgängigen Schwäche dieser Bundesregierungskoalition Angela Merkel. Westerwelle hängt da dran. Das heißt, wenn die FDP ihre Situation jetzt verbessern will, dann ist es nicht damit getan, dass statt des Schweigers eines Vizekanzlers der FDP Schweigers keine Kritik äußernden Koalitionspartners in die Bundesregierung geht, die Person ausgetauscht wird und dennoch sich an dieser Bundesregierung nicht kritisch reibt, ist gar nichts gewonnen. Entscheidend wäre also, dass diese Bundesregierung im Grunde genommen entweder kritisiert wird seitens der FDP oder die FDP austritt aus dieser Bundesregierung. Das ist aber im Moment von der Geringschätzung in der Öffentlichkeit für die FDP schlecht. Falls das zu Neuwahlen käme, während ja im Hintergrund immer eine erneute Auflage der Großen Koalition in diesem gewählten Bundestag durchaus möglich ist, dass diese Koalition platzt und Merkel dann mit Steinmeier eine große Koalition machen würde, während aber Steinmeier und Merkel beide weg müssten, das hieße, die beiden großen Parteien würden mit neuen Leuten neu anfangen, das wäre wirklich eine politische Option der Praktikabilität. Das entspricht nicht meinem Wunsch, aber da Merkel gestürzt ist, Steinmeier auf den Müll gehört, Westerwelle jetzt weg ist, sieht das ja gar nicht anders aus. Mit anderen Worten, aber für die FDP ist der einfache Austausch von Westerwelle in dieser Bundesregierung
so weiterzumachen, wie Sie es bis jetzt gemacht haben, völlig sinnlos. Da können Sie Ihre neue Generation einwechseln und die verbrauchen Sie in wenigen Monaten. Frau Merkel grinst dazu. Das wird es nicht sein. Aber mit anderen Worten, ich lese jetzt mal diesen Kommentar hier vor, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Günter Banners, der das nämlich auf seine Art hervorragend hier dargestellt hat. Also folgendes. Montag, 4. April, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Leitartikel. Eine neue Lage. Ein Ratespiel. Welche Bundesregierung ist das? Sie hat die Wehrpflicht abgeschafft, ohne zuvor die erforderlichen Umbauarbeiten und Ausgleichsmaßnahmen bei der Bundeswehr zu beschließen. Sie droht der Wirtschaft mit Quotenvorschriften, wie viele Frauen in ihren Vorständen zu sitzen haben. Sie hat einen Bundeswehreinsatz im Ausland abgelehnt, obwohl der von der NATO befürwortet und vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden war. Sie schaltet Kernkraftwerke anhand einer fragwürdigen Rechtsgrundlage ab. Die Antwort erfunden für das Jahr 2009, es handelt sich um eine rot-grüne Minderheitsregierung, die sich um den Preis des Wortbruchs von der Linkspartei tolerieren lässt. Die Realität 2011, diese Regierung wird von CDU, CSU und FDP gestellt. Die Bundesregierung des Frühjahrs 2011 ist nicht mehr die Regierung, die Angela Merkel im Herbst 2009 noch als Wunschkoalition bezeichnet hat. Sprach und einflusslos muss die Bundeskanzlerin die Entmachtung Guido Westerwelles zur Kenntnis nehmen. Sie hat sich, wenn sie künftig Wesentliches mit der FDP bereden will, auf andere Gesprächspartner einzustellen. Wer immer in diesem Frühjahr FDP-Vorsitzender, Vizekanzler, Außenminister sein wird, Angela Merkel wird zu berücksichtigen haben, dass ihre neuen Partner nicht über so viel innerparteiliche Autorität verfügen wie bis vor kurzem noch Westerwelle. Auch Volker Kauder, der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, hat sich auf neue Verhältnisse einzustellen. Selbst für den Fall, dass Birgit Homburger an der Spitze der FDP-Bundestagsfraktion bliebe. Gewichte und Achsen in der Koalition werden sich verschieben. Nichts in der schwarz-gelben Koalition ist noch so, wie es vor den Landtagswahlen in Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war. Die Krisen werden noch verschärft, weil CDU und FDP von den weiteren drei Wahlen in diesem Jahr, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, keinerlei politische Entlastung zu erwarten können. Erstmals nach dem Desaster ihrer Parteien am 27. März 2011, also Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war, werden an diesem Dienstag die Abgeordneten von Union und FDP zu Fraktionssitzungen zusammenkommen. Sie werden die Stimmungen aus ihren Wahlkreisen den Berliner Führungen ungeschminkt vortragen wollen, auf zugespitzte Weise, weil viele von ihnen fürchten, 2013 aus dem Bundestag auszuscheiden, wenn alles so bliebe, wie es ist. Angela Merkel kann froh sein, dass im Februar ein neugieriger Professor rechtzeitig herausfand, dass die Dissertation Karl Theodor zu Guttenbergs aus fremden Federn stammte. Sie kann beruhigt sein, dass Roland Koch seine Tätigkeit in der Bauwirtschaft am 1. März begonnen hat. Personaldebatten wie in der FDP finden derzeit in der Union nicht statt. Doch gibt es Zeichen der Schwäche. In den Personaldebatten der baden-württembergischen CDU hat das Gespann Merkel-Kauder eine Niederlage erlitten. Und in Teilen der Union regt sich Unmut, für den der Begriff von der mangelnden programmatischen Trittsicherheit der Bundeskanzlerin gefunden wurde. In der Partei finden Kritiker Anklang und Zuspruch, die ankündigen, es werde über den Ausstieg aus der Kernenergie, über Wünsche nach Steuervereinfachungen oder grundsätzlich über die politische Öffnung der CDU
hin zum Gedankengut der Grünen zu Auseinandersetzungen kommen. Im Parteiapparat sind diese Kritiker allerdings in der Minderheit. Die zurzeit Mächtigen in der CDU stehen an der Seite der Bundeskanzlerin. Mit Ausnahme vielleicht noch Volker Kauder sind sie sogar dabei, die Bemerkung Frau Merkels, schwarz-grüne Bündnisse seien Hirngespinste, selbst als ein Hirngespinst vergangener Zeiten erscheinen zu lassen. Niemand in der CDU-Spitze hat widersprochen, als Norbert Röttgen nach den Wahlen die Verengung der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf die FDP als Koalitionspartner kritisierte. Einstellung auf eine neue Zeit? Allein ihren internen Machtkämpfen ist es zuzuschreiben, dass die FDP-Führung darauf noch nicht empört reagiert hat. Nicht einmal dazu ist sie derzeit fähig. Alle drei Koalitionsparteien haben dazu beigetragen, dass es bei den wichtigsten Regierungsentscheidungen dieses Jahres, Wehrpflicht, Atomkurs, Libyen, in den Zielen nur marginale, im Handeln nur taktische Differenzen zu den Positionen der Oppositionsparteien gab. Dem entsprechen die Verhältnisse im Bundesrat. Mehr denn je sind Union und FDP bei der für sie wichtigen Vorhaben und die Zustimmung von Bundesländern angewiesen, die von SPD, Grünen und Linkspartei regiert werden. Es reicht nicht mehr aus, dass es der schwarz-gelben Koalition gelingt, das eine oder andere Land aus der Phalanx der Oppositionsparteien herauszukaufen. Dem Regierungsstil und dem Selbstverständnis Frau Merkels mag es zu Pass kommen, auf die Bildung einer schwarz-gelb-rot-grünen Mehrheit angewiesen zu sein, doch ist die Vermutung falsch, eine geschwächte FDP stärke die Bundeskanzlerin. Das Gegenteil wird eintreten. Frau Merkel und Westerwelle haben die Fundamente der Koalition gegossen. Sie haben einander geholfen und gestützt. Das ist vorbei. Das ist der Sturz von Frau Merkel aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Montag, dem 4. April 2011. Und wenn du denkst, du hast das Glück, dann zieht